So, hier haben wir noch Gold. Okay, warum auch immer er dann das Gold nicht direkt abgebaut habt. Hat, nicht habt. Ist mir doch manchmal etwas suspekt. So. Oh, wird ein Gold verkommen. Naja, geht eigentlich. Ob ich da ein paar Fackeln habe? Ja, ich habe ein paar Fackeln dabei. Brauchst du welche? Wahrscheinlich, ne? Wenn du schon fragst, dann ist das doch eigentlich sehr wahrscheinlich. Ich kann dir die gleich sogar vorbeibringen. Ich brauche hier vielleicht noch eine Minute. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich nicht mal. So, okay. Ja, ich sehe ja deinen Namen. Ist ja kein Problem. Ich schmeiße dir einfach hier vorne direkt an den Eingang. Oder warte, ich komme dir einfach entgegen. So, du bist da... Wo bist denn du? Ach, du bist hier gerade? Ah, okay. Dann kannst du das Stack Fackeln haben. Und da kann ich meinetwegen auch machen. Ist verständlich, dass sie dich da ein bisschen stören. So. Ein Crafting Table hast du hier unten nicht, oder? Ein Crafting Table. Nee, okay, schade. Ach, Menno, da muss ich jetzt extra nochmal hoch wegen der blöden Tür. Das erinnert mich schon wieder daran, dass ich hier vielleicht Treppenstufen hinmachen sollte. Aber eigentlich... Ach nee, ich habe ja das Kart zum Hochfahren. Haha. Hier muss dann natürlich auch noch eine Haltestelle hin, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich will hier jetzt in das Strip-Gemeinde und... Warum ist da denn keine Boosterschiene verflucht? Brauche ich eine Boosterschiene auch noch? Also Boosterschiene und Crafting-Table. Kann sowieso einer da unten erstmal dann bleiben. So, schwupp. Und dann jetzt ist das hier irgendwie noch ein bisschen behindert, wenn ich jetzt sage so. Oder funktioniert das so? Nein, so öffne ich irgendwie immer das Falsche. Ach Mann. Ist ja blöd, wenn hier zwei Cards drin stehen. Also ganz optimal ist das immer noch nicht hier, ne? So. Nein, falsche Richtung. Oh nein. Ach Mann. Ja gut, dann ist das Card halt weg. Schade. Wir müssen ja noch eins dabei haben jetzt. Genau, wir haben ja eben das andere Card da abgebaut. Und das hier bedarf doch dann irgendwie immer noch Optimierung. Aber wenn ich das jetzt da hinsetze und drauf drücke, dann fährt es aber doch genau in die richtige Richtung. Ach ja. So. What? Ach so, weil das da immer noch so beschissen gebaut ist hier. Das muss sowieso auch nochmal irgendwie bearbeitet werden. Damit könnte ich natürlich auch gleich mal anfangen. Also, Crafting Table. Damit können wir die Tür dann machen. Das hatte ich gesagt. Eine Boosterschiene noch. Dann kann ein Ofen. Der Ofen muss da vielleicht nicht unbedingt hin. Papier gehört da jetzt vielleicht auch nicht eigentlich rein, aber ist jetzt auch ganz egal. Obwohl, das erinnert mich ans Leder wegholen für die Bücherregale. Das packe ich hier mal gerade mit rein. Das kommt dann damit zu. Die Tür fertige ich auch schon mal an. Schon wieder Diamanten. Boah, das ist cool. Da kann ich ja demnächst mein komplettes Werkzeug immer aus Diamanten machen. Vielleicht sogar meine komplette Diamantrüstung. Das wäre auch mal cool. So, das Golderz einfach hier mal mit rein. Quatsch, da mal mit rein. So, obwohl ich kann es auch direkt in den Ofen schmeißen eigentlich. Hat sich irgendwer die Diamanthacke da rausgenommen? Hat die irgendwer in Benutzung? Mir fällt nur gerade so auf, dass die da ja am Anfang war und jetzt irgendwie nicht mehr ist. Ist ja nicht schlimm. Solange die irgendwo in sicheren Händen ist. Aber jetzt antwortet keiner mehr. Ach, wird schon irgendwo sein. Ganz egal. Okay. Nam, 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 nam. So, habe ich jetzt alles. Lore, Werkbank, Holztür, Antriebsschiene. Müsste eigentlich alles gewesen sein. Irgendwas wollte ich aber noch machen. Ach genau, ich wollte das da vorne ja ändern. Wo ist meine Axt? Nehme ich erstmal die da. Die soll ja wohl reichen. Kommt das da erstmal wieder weg? Also wie gesagt, ich habe es glaube ich letzte Folge müsste das gewesen sein. Auch schon einmal gesagt, wenn ihr hier noch irgendwie andere Ideen habt bezüglich der Haltestelle. So ist das irgendwie immer noch nicht so ganz, wie es eigentlich gedacht war und dann auch sein sollte und so. Also wie gesagt, bei Vorschlägen ruhig einfach mal dann schreiben, was ihr dann Vorschlägen habt. Beziehungsweise, wenn ihr hier am Projekt mitmacht, dann könnt ihr das natürlich auch gerne selber umsetzen. So, zack. Dann die Lore. So, und ja, gut, dann halt noch eine Lore. Weil mir die einfach mal so auch abhaut. Ist natürlich auch richtig toll. Eine haben wir zum Glück noch. Nein, nicht im Wassereimer. Dann werde ich am besten mal den da wegmachen und den Knochen dann... Quatsch, den... Wie komme ich auf den Knochen? Den Knopf dann dahin machen. Hab schon Stunden damit verbraucht. Versucht, einen vernünftigen Bahnhof zu bauen. Hat nie geklappt. Ja, es ist auch wirklich nicht ganz einfach durch diese Redstone-Technik. Ich sag mal, die mag ja im Groben sogar einfach zu verstehen zu sein, aber... Ach, jetzt ist da auch noch durchbepowert. Jetzt sind schon drei Minecarts da hinten. Nee, warte mal, die muss ich da auch mal gerade wegholen. So geht das auch nicht.
ist vielleicht wirklich nicht ganz optimal, wie das hier alles so umgesetzt ist bezüglich der ganzen Redstone-Technik. Manche sagen natürlich, oh, ist doch alles kinderleicht und so. Und ich stelle dir dann davor und denke mir, warum funktioniert es nicht? Müsste doch alles passen. Und es funktioniert halt einfach nicht. So total unverweigerlich. So, auf jeden Fall ist das hier jetzt behindert, dass die jetzt die ganze Zeit daueraktiviert sind. Das soll nicht so sein. Von daher, das da sowieso einmal gerade schon mal wieder weg. So, und dann habe ich zumindest mein altes System... wieder. Darf ich Fackeln craften? Na klar darfst du Fackeln craften, warum auch nicht? Ich sag mal, du kannst immer ganz gerne einmal vorher in der sonstiges Truhe gucken, ob da noch welche sind. Und wenn nicht, du kannst auch meinetwegen gleich, keine Ahnung, 2, 3 Stacks Fackeln machen. Ist ganz egal. Mach ruhig, wie du meinst. So, dann kommt da noch eine Boosterschiene hin. Dass wir von hier auch den ersten Antrieb haben. Sobald wir halt den Knopf da drücken. Und hier kommt dann noch eine Tür hin. Da jetzt theoretisch auch, ist aber ganz egal. Und den Crafting Table, den stelle ich, glaube ich, einfach mal so richtig stumpf hier in die Ecke rein. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Hauptsache, man kann sich hier auch gerade mal so ein paar Sachen machen, wenn man was braucht. Hui, und wieder hoch. Und es laggt total komisch hier auf dem Server. Ist ja behindert. Also nicht so richtig laggen, es funktioniert ja, aber irgendwie... stockt so ein bisschen. So. Hui, jetzt sind wir auch gleich wieder oben. Wie schaut's mit der Brücke aus? Da bist du doch... Warum war das denn jetzt aktiviert? Achso, weil da noch ein anderes Kart war. Okay, dann gucke ich mir die mal an. Ach genau, und hier im Turm wollte ich ja vielleicht auch noch die Fenster ändern. Müsste ich auch nochmal von außen gucken, wie sich das dann so macht. Also dieser Weg hier, der müsste dann vielleicht auch mal noch so ein bisschen ausgeschmückt werden. Das wäre nicht schlecht. Die Brücke sieht vernünftig aus. Ja, ich denke schon. Ist ein bisschen schmal natürlich irgendwie, dadurch, dass es jetzt nur 2 Blöcke sind, ist ja durch die Burg begrenzt. Da kannst du ja nichts für sozusagen. Oder warte mal, ich lass mich mal einmal kurz überlegen. Wir können... Guck mal gerade hier bitte, wo ich stehe. Ich stehe hier in der Burg drin. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht vielleicht diese Tore hier, also diese Seitengänge, einfach mal einen Block breiter machen. Der Hauptweg hier ist ja... Nee, der ist sogar 4 Blöcke. Die hier sind ja 2 Blöcke. Dann wäre die Brücke halt auch einen breiter. Dann könnte man ja vielleicht hier diese rechte Wand einfach einen nach rechts setzen. Dann wird das Wasser hier halt vorenden. Hier wird man ja irgendwas anderes hinmachen. Und dann könnte der Kiesweg hier halt einen Block breiter auf der rechten Seite. Ich glaube, das fände ich gar nicht schlecht. Ja, lass uns das mal so machen. Das finde ich cool. Ja, doch, das können wir machen. Also hier die Steine und alles, das werde ich dann irgendwie bei Zeiten mal wegmachen und abändern. Aber hier kann im Grunde genommen, das hier kann schon mal weg. Ist jetzt ein bisschen schade drum, das habe ich jetzt ein bisschen spät gesagt, ehrlich, also zugegebenermaßen. Also ich hoffe, du hast jetzt überhaupt noch Bock, die gerade einen Block zu verbreitern. Aber das wäre doch echt nicht schlecht. Dann hole ich nämlich auch mal gerade Kies von da hinten. Mach den anderen Weg da auch mal einen Block breiter, dann sieht das nämlich auch eine Ecke schöner aus. So, und wie ist es jetzt da vorne eigentlich genau geworden? Da fehlt jetzt einfach das, was da rausgerissen wurde, ne? Ach so, ne, ist irgendwie so ein Erdding drumherum gesetzt worden. Ach genau, der Motors, der ist ja die ganze Zeit da. Mit dem habe ich ja die ganze Zeit gar nicht gesprochen. Der meldet sich ja auch gar nicht mehr. Meine Güte, gar nicht dran gedacht. So, dann gehe ich da natürlich auch gleich mal gucken. So, meine Güte, wenn jetzt hier so viele mitspielen, dann kann ich ja die ganze Zeit schon immer nur von A nach B laufen, zum gucken, wie ihr eure Sachen so erledigt. Wäre ja irgendwie blöd, wenn ich das immer erst in der nächsten Aufnahme zeigen kann. Mich die ganze Zeit eigentlich nur mit hin und her laufen und angucken beschäftigt. Aber was soll's. Macht ja Spaß. Ist ja schön zu sehen, wie es vorankommt. So, du glaubst sogar, dass du fertig bist. Das hört sich natürlich schon sehr überheblich an. Na, mal gucken. Das hoffe ich auch. Also sieht von hier schon mal gar nicht schlecht aus, es sieht natürlich ein bisschen komisch aus, man könnte es vielleicht in den Berg noch irgendwie integrieren oder aus einem anderen Material machen, wenn man das will oder so. Aber mal gerade zum Gucken, also das hier war sowieso nur wegen der einen Nacht. Also hier haben wir unser 2x2-Ding gerade hochgeguckt, das sieht an sich schon gar nicht schlecht aus. Du müsstest vielleicht einmal, bist du in der Nähe? Wahrscheinlich gerade nicht. Also du müsstest oben noch einmal das Glas wegnehmen, was da noch ist. Also nicht das, was an der Oberfläche ist, sondern das, was hier noch so in diesem Gang drin hängt. Und dann habe ich auf dem Boden bzw. an die Wand mal 4 Fackeln gemacht. Da kannst du dich mal einmal hinstellen, um zu gucken, ob dann Spinnen vor dir runterfallen. Weil es müssten ja theoretisch dann... Welches Holz auch? Nein, nein, nicht den ganzen Kasten oben, sondern nur das Glas, was in dem Schacht noch runterhängt quasi. Warte, ich komme einfach mal gerade mit hin. Du bist ja eh gleich wieder da.
Hier fehlt natürlich auch irgendwie noch so ein Weg. Nun gut. Also, hier hängen ja in der Luft quasi noch diese restlichen Glasblöcke. Alles, was da so nach unten runterhängt, das kannst du mal noch wegmachen. Und dann stelle ich mal gleich, wenn du fertig bist, einfach irgendwo hier hin, wo ich gerade stehe. Und dann müsste ja theoretisch irgendwann Spinnen runterfallen. Ich höre schon Spinnengeräusche. Die müssten ja dann da hinten beim Spawner dann eben spawnen und dann da vorne halt runterfallen. Kannst ja einmal kurz berichten, ob das soweit funktioniert. Und vielleicht, wenn du Bock und Zeit hast, sogar schon mal gucken, ob die Spinnen denn dann gerade so überleben oder ob die dann schon alle sterben dadurch. Oder wie das genau ausschaut. So, da hinten bei der Tierfarm wollte ich noch einmal gucken. So, also alle Tiere haben wir hier drin ja eigentlich schon, wenn ich gerade auch schon wieder feststellen muss, dass hier nur ein Schwein drin ist. Aber mein Gott, ja, sind noch mehr, die werden wir da schon irgendwie wieder reinkriegen. Okay, das dürfte eigentlich nicht das Problem werden. Dann müssten wir irgendwann anfangen, diese Farmen mal voneinander zu trennen. Motors, Roslein bei Spider. Ja, das hört sich ganz danach an, als würde es funktionieren. Oder hast du das geschrieben? Nein, das hast du nicht geschrieben, sonst wäre da so da diese französische Klammer auf und Klammer zu, wäre da dann sonst bei. Diese Anführungsstriche. Nun gut. So. Okay, also das hier, genau, wird gerade schon alles einen Block breiter gemacht. Das kann ich im Grunde genommen hier vorne dann schon anfangen. Das hier ist natürlich ein bisschen komisch so. Er hat das Spiel verlassen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suspekt. Warum hat er das Spiel denn jetzt verlassen? Hat er vielleicht Disco und ist deswegen dann auch gestorben oder so? Weil er sich nicht mehr bewegen konnte oder sowas? Hauptsache, er geht jetzt nicht mit meinen kompletten Sachen. Das wäre ja extrem ärgerlich. Irgendwie Diamantsachen gerade dabei gehabt hat. Hoffentlich steuert er gleich wieder. Naja, soll wohl. Und wenn nicht, dann eben nicht. So, genau. Das hier sieht doch schon gar nicht mal schlecht aus. Und ab hier vorne wird es dann auch einfach noch einen dritten Block breit. Hier buddel ich auch einfach mal so drunter her. Ja, Hauptsache, es geht so unnötig schnell. Boah, lol, das ist schneller, als ich laufen kann. Ist ja stumpf, ist ja stumpf. So. Kies. Tja, wie machen wir das denn jetzt genau? Also im Grunde geht es dann ja von hier noch mit so einem dritten Block dran. Und dann, hier ist das Mittelstück im Grunde genommen. Nee, ist es nicht. Da muss dann noch einer hin, ne? Ja. Hey, ein kopfloser Zombie. Oh mein Gott, stirbt ein Zombie. So, also jetzt aber hier, komm. 1, 2, 3 und dann geht's da 2 zurück, da also auch 2 zurück, also kommt da noch ein Sand hin, da dann noch die Fackel und dann passt es auch wieder. Okay. Ich glaube, ich habe nicht genug Kies. Ah, ärgerlich. So. Boah, dramatische Musik, unnötig. So, dann halte ich dir mal hier die Monster vom Leib, während du an der Brücke weiter rumbaust. So, kommt der Motors denn nochmal wieder? Irgendwie nicht so ganz gerade. Aber Moment mal, er wurde doch da hinten von der Spinne umgebracht. Das heißt, seine Sachen müssten da doch eh noch liegen. Dann nehme ich die mal gerade, bevor die da die spawnen. Oder hat er die wohl schon wieder eingesammelt? Nee, glaube ich nicht mal. Denn er hat ja relativ schnell gelieft, nachdem er da gestorben ist. Dann müssten die da ja eigentlich noch rumliegen, die Sachen. Ich will es mal hoffen. Ich weiß ja auch nicht, was er alles dabei hatte. Ach, mal gucken. So. Dann. Gespannt, gespannt, gespannt. Hier liegt noch ein Spinning, ein Spinnending. Und das da oben sieht irgendwie noch nicht so ganz fertig aus. Aber Level-Ups habe ich gerade auch bekommen. Ach, da liegen die ganzen Sachen. Ja, dann heißt das im Grunde so viel, wie dass es geklappt hat. Und die Spinne ihn hier runtergekickt hat. Und er dadurch gestorben ist. Okay, auch gut zu wissen. So, dann mache ich noch gerade ein letztes Mal Tag. Und dann wäre es auch ganz cool, wenn ihr so langsam schon zum Ende kommt. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber das waren gerade schon wieder 46 Minuten immerhin. Unter Einsatz seines Lebens, er hat sich da einfach runterkicken lassen, meine Güte. Nichts hinbekommen hat er, nichts hinbekommen. Nein, er hat ja gut geholfen. So, dann verpiesele ich mich hier gerade nochmal von den Gegnern so ein bisschen. Nicht, dass die mich gleich sofort angreifen.
So, das war's dann auch schon wieder. Nächstes Mal werde ich dann einfach im Grunde genommen wieder zurück in den Nether gehen. Kann dafür ja gerade hier so an Sachen nochmal alles ein bisschen vorbereiten. Also Steine werde ich einige brauchen. Als auch von hier eben die Steintreppen und die Steinslabs. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen. Tue ich gerade die Erde da rein. Kann den Rest dann einfach nächstes Mal wegsortieren. Ist voll mit Kabel, ja, das glaube ich dir. Kannst du gleich aussortieren. Ich setze erstmal wieder einen Cut. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach auf meine Website da bewerben. Alles ganz easy peasy. Können die anderen garantiert auch bestätigen. Und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.